mit fast schon über den Wolken in luftiger Höhe von 1876 Metern wird der Klettersteig auf der Webseite von Oberjoch beworben. Es wird natürlich darauf hingewiesen, dass Trittsicherheit, Schwindelfreiheit gefragt sind und dass er nur von geübten Klettersteiggehern mit kompletter Ausrüstung begangen werden soll. Und wichtig zum Thema familientauglich, wird auf der Website darauf hingewiesen, dass man Kinder unter 12 Jahre nicht mitnehmen soll in diesen Klettersteig. Auf der Website von bergsteigen.com wird der Klettersteig allerdings als klassischer Familienklettersteig ausgewiesen in der Kategorie B, C mit als gut versichert beschrieben. Deswegen schaut euch einfach das Video an und macht euch selbst ein Bild davon, was ihr euren Jüngsten zutrauen wollt und könnt. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, ein Sicherungsset, zum Beispiel das Edelrit Billet Kit 2, für eure Jüngsten einzupacken. Eine Altersvorgabe oder Einschränkung finde ich jetzt eher schwierig, da es doch mehr darauf ankommt, auf die Größe, die Erfahrung und das Können der kleinen Bergsteiger. Alle Infos dazu findet ihr dann als Link natürlich in der Beschreibung. Servus und hallo. Ich sitze jetzt gerade in Oberjoch, Bad Hindelang, in der Wiedhangbahn. Nimm da jetzt eine kleine Abkürzung und zwar mit Blick nach vorne. Schaut mal. Jawohl. Es geht hier hoch, nachher geht es hier rüber und dann hier außen rum. Da ist das Ziel jetzt und zwar heute der Edelrit Klettersteig. Die Abkürzung mit der Bergbahn hier ist sehr angenehm. Habt ihr eine Berg- und eine Talfahrt für insgesamt 19 Euro für Erwachsene. Und ein ganz toller Vorteil, der Parkplatz auf der anderen Seite von der Straße ist hier kostenlos. Ja, also müsst ihr nicht verzweifelt einen Parkautomat suchen. Das ist mal gratis mit dabei. Richtig cool hier. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und genießt mit mir zusammen diesen wunderschönen Klettersteig. Ja, hier kommt raus, Bergstation. Hier folgt ihr dem Schmugglersteig. Der geht jetzt hier oben rum, da rüber zu es, hier seitlich hoch. Und dann geht es hier bei der Islerbahn oben entlang hoch und da oben irgendwo ist der Einstieg zum Klettersteig. Geht es hier irgendwo durch die Wand durch und ich sehe da oben dann auch vom Isler schon das Gipfelkreuz durch. Linzen, jawohl ja. Wir haben hier einen kleinen Wegweiser, zeige ich euch. Jawohl, Edelrit Klettersteig, von hier aus 55 Minuten steht da. Und wer hier noch mal kurz aufs Klo muss, WC im Untergeschoss, es ist für alles gesorgt. Da seht ihr mal, so sieht es im Sommer aus, da ist der Speichersee mit einer Hütte mit dran. Ja, der dient dafür, damit man im Winter mit den Schneekanonen hier Kunstschnee machen kann. Dafür brauchen wir sowas. Leider nicht zum Baden geeignet. Hier unterhalb ist die Bergstation Islerbahn. Da kommen wir dann nach ca. 20, 25 Minuten vorbei. Und dann geht es noch ein Stückchen auf dem Weg seitlich nach oben bis zum Einstieg. Ca. eine halbe Stunde schafft man es da hoch, bis hier rüber zu stehen. Richtung Klettersteig und dann kommt dann auch gleich der Anseilplatz und es steht jetzt auch dran, im dritten Teil ist ein Haken ausgebrochen, deswegen ist der wohl sinnvollerweise gesperrt. Ja, gut 40 Minuten ist man hier und jetzt guckt nach vorne hier, Einstieg Teil 1, nur für Geübte, komplette Ausrüstung, natürlich Helm. Auch erforderlich. Habe ich ja nicht auch an. Ist klar. Ausrüstung ist dran. Jetzt hier runter zu. Es geht schon ein Stückchen runter. Und dann nehme ich euch jetzt mit auf der Buschgurt. Und dann könnt ihr mal schauen, wie der Steig hier ist. Also,
immer. Ja, hier sieht man, da vorne geht es hoch. Hier hoch tust du oben. Na, ganz oben schauen wir jemand, sehe jemand durch. Prima. Erster Punkt, Biwakhöhle hier. Und an der geht es jetzt dann auch schön hoch. Ja, alles schön abgesteckt hier. Und es ist doch schon ein bisschen luftig hier. Gut, geht jetzt schön am Band entlang. Hier wundert es mit ein bisschen Tiefblick. Also wunderschöner Ausblick auf den Speichersee. Da war die Bahn, von da hoch. Ja, hier das Band drüber zu. Und dann geht es auch schon wieder steil nach oben. Dann sieht man sie. Da geht's rüber. Ich denke, das ist schon auch die Bergsteigeplatte. Die Schlüsselstelle hier. Da sind auch gerade die meisten drin. Das staut sich dann mal. Jo, ein bisschen Schnee hat es auch noch. Das letzte Schneefeld hier. Also super neue Seile drin. Super neue Bohrhake. Sieht man immer wieder die alten, wo ich sie entfernt habe. Und jetzt geht es hier noch ein bisschen Band entlang und dann geht es aber ganz schön stücklich hier. Wieder ein bisschen nach oben. Hier aber ja. Ein paar Tritte haben sie auch. Also da ein bisschen abgespeckt, aber sonst echt schön. Genussklärung. Jetzt kommt jetzt hier auch diese Platte, da hoch zu uns, dass es doch ein bisschen steiler ist. Schöne Unterstützung hier. Jawohl, das ist ein bisschen arg glatt hier. Ja, und die dritte, aber absolut schön zum Hochsteigen. So, das erste Stück, wenn man sich wirklich noch ein bisschen heben muss. Und da ein bisschen runter geht. Ja, ja, jetzt machen wir schon wieder mit dem steilen Stück. Jetzt da kleine Aufschwung und jetzt geht es hier wieder schön geradeaus erstmal weiter. Aber das kleine Stück hier. Das ist dann doch schon Spaß. Ja, wir müssen hier zweiten Meldepunkt an der Rampe angelangt. Ja, sieht man auch, hier ist eine Rampe. Nochmal einen Blick zurück. Ja, hier unten kommen die nächsten jetzt hoch. Na, so rüber zu's. Prima. Geröllige Nosen hier. Echt aufpassen. Dass so nichts lostretet für die Nachsteigende. Also ein Steinschlaghelm natürlich. Und das nächste Stück wieder auch. Sie. Hängt ein bisschen. Mal was zum Hochzieher hier. Prima. Thank you.
Jupp, da hoch. Jetzt hängt es ein bisschen an zu klettern hier. Tatsächlich. Jo, da geht es jetzt ein Stück runter. An der Wand entlang. Cool. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die entschärfte Bergsteigerplatte. Dass es früher hier rüber ging, weil da drüben sind die Tritte drin von früher. Und da ging es einen leichten Überhang tatsächlich dann hoch. Ja, genau, das haben sie rausgenommen. Da geht es jetzt oberhalb entlang. Hier so entlang. Entschärft auf jeden Fall. Und hier steht es tatsächlich noch, die Bergführerplatte, genau. Also früher ist man da den Überhang tatsächlich hoch müssen. Das war noch ein bisschen anspruchsvoller, jetzt geht es hier seitlich durch. Gut. Aber auch ein bisschen rutschig. Die absolute Schlüsselstelle hier. Ganz klar. So. In dem Spalt steht man ganz gut drin. Schön über das Blattige drüber und dann von uns hochziehen. Ja, hier noch ein schön steil nach oben. Da ist auch wieder Platte drin. Jetzt normal hoch Richtung Aufstieg, Richtung Gießler Gipfelkreuz. Das ist jetzt gar nicht so weit weg. Ja, ich sehe schon da oben. Ein paar Meter noch. So, also. Hier geht's raus, Ausstieg zum Gipfel. Hier geht's weiter in die zweite Abschnitt rein. Gipfelwand, jawohl. Schwierigkeit. BC kommt jetzt, da kommt gleich eine Platte. Also, das werde ich auch machen. Erstmal der Klettersteig zu Ende und dann auf dem Rückweg werde ich am Gipfelkreuz vorbeischauen. Dann ist alles schön erledigt. Drüber sieht man an Klettern, seitlich entlang und dann am Band entlang ums Eck rum. Das ist dann nochmal hier das anspruchsvollste Stück. Hier diese Platte runter zu. Allerdings sind in der Platte auch überall Tritthage drin, dass man wirklich gut runterkommt. Drüber, das sieht auch noch schön aus, wie das seitlich entlang geht. Ja. So, Stopping Time für mich. Hier noch ein Weg nach unten. Jetzt erstmal ein Stückchen runter. Auch da wieder aufpassen. Völlig ohne Ende. Vorgehende, also den ich keine Steine hinterher schmeißen. Da immer ein bisschen Wasser da. Bis er drin seid, was unter Platz ist. Dann kriegt auch keiner was ab. War schon die Hälfte von der Platte. Schöner Blick. Andrücken. Okay. Jawohl, Treffer. So. Da fliegt einer. Und das ist nichts für mich. Blick zur Platte zurück. Hier runter zu. Echt gut machbar. Blick weiter. Rüber zu am Band entlang hier. Jawohl, ja. Und der fliegt ins Tal jetzt auch schön. Hier fliegt er schon wieder. Wahnsinn, sieht schon cool aus. So, ne?
mit ein Stück runter und dann drüber weiter. Wunderschön zu sehen hier jetzt die Wegführung. So. Schöner Ausblick natürlich von hier oben. Jetzt sieht man hier schön die Platte drin, die kommt mal runter. Also von der Seite sieht es noch richtig spektakulär aus. Hier rüber zu, so ums Eck rum. Und dann kommt jetzt nochmal hier so ein kleiner Kletterabschnitt. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und da drüber stehen sie schon am Ausstieg. Da stand bloß noch ein Band rüber zu. Also hier nochmal eine kleine interessante Stelle auf jeden Fall drin. Das ist schön. So, den Bahn vorbei für mich hier, oder? So, schön weiter hier. Wunderbar, das ist im Sonnenschein. Einfach herrlich. So, jetzt kommt hier nochmal so eine Stelle. Hier total abgespeckt, muss man sich ein bisschen im Seil festheben, da vorne ist ein Tritt und dann seitlich hoch. Ja. Angelangt, umklicken und das war es auch schon wieder mit der Stelle. So, jawohl. Und dann geht es ein Stück runter und rüber. Das war jetzt nochmal die Kletterstelle. Ja, wenn man jetzt mal runter schaut, ist das letzte kleine Stück zum bisschen Klettern, so wie es aussieht. Jetzt mal wieder. Trittbügel, Eisbleche drin. Ja gut, also, los geht's. Der letzte Spaß heute. So wie es aussieht. Ein drüber, jawohl. Ja, Schuhstabler setzen. So, jetzt hat man ein bisschen Spaghetti unter die Füße. Prima. Ja. Dann kriegt ihr nochmal einen Blick. Das hier ist die Schuhstabler runter zu uns. Auch nochmal ein schönes, interessantes Kletterstück. Ja, das war's dann. Nach der Schuhstabplatte selber geht es jetzt hier bloß noch am Band entlang und da oben, wo der mit Orange steht, da ist auch direkt der Ausstieg. Also, größte Teil, Edelritt, Klettersteig, schon mal durch. Jawohl, hier, der letzte kleine Aufschwung zum Ausstieg. So, jetzt hier, seht ihr, da war der Ausstieg von uns. Jetzt geht es hier hoch zum Isler, zum Vesper, Pause machen. Ja, da kann man jetzt hier wunderschön hier seitlich entlang hochlaufen. Es gibt so einen schönen Wanderweg noch. Ja, ich habe jetzt ca. 1 Stunde 50 Minuten gebraucht für ab Bergbahn bis der ganze Klettersteig durch, also gut 2, 2,5 Stunden. Kann man einkalkulieren, wenn man da schön gemütlich klettern möchte, auf jeden Fall. Hat man hier nochmal schön den Einblick in die Platte rein. Hier unten ist jemand gerade. Das heißt hier die Platte hoch zu. Das ist der Weg runter. Genau. Das sieht man jetzt von hier richtig schön. Sieht schon echt toll aus. Ja, wirklich was zum Genießen, muss man sagen. Ja, beim Edelritt Klettersteig handelt es sich um einen mittelschweren Klettersteig, ist schon ausgeschrieben und wird auch als Familienklettersteig geführt. Kann man sicherlich schon mit ein bisschen größeren Kindern machen, aber sollte sicherlich auch schon der ein oder andere Klettersteig mal gemacht haben.
weil wie ihr im Video seht, es gibt schon so zwei, drei Passagen. Da muss man doch ein bisschen klettern und sich festhalten. Aber der Rest ist sicherlich sehr gut, einfach machbar und damit absolut ein schöner Klettersteig zum Einsteigen in diesen wundervollen, schönen Sport, um dann sich weiterzukämpfen und andere auch zu machen. Also absolut schön hier, lohnt sich. So, und jetzt noch die letzten paar Meter vor mir, der Isler mit seinen 1876 Meter. Wunderschöner Aussichtsberg. Sieht mir rüber zu, ich sehe vor mir links der Ifen. Ich sehe noch weiter links von mir der Hochvogel. Ja, schöner Blick auf die Allgäuer Alpen. Perfekt. Also mit dem Kreuz im Rücken hinter mir und hier vor mir sieht man, hier kommt der Klettersteig raus. Das war da, wo ich vorher abzweigt bin, an der Gipfelwand entlang. Das wäre hier, wenn man da gleich rausgeht und eine Pause dazwischen macht, natürlich auch möglich. Ich gehe wieder über die Isler Bahn runter zu, dort wo ich gestartet bin, und fahre dann mit dem Sessellift wieder voll ins runter ins Tal. Das sollte jetzt relativ flott eigentlich gehen. Ja, und wenn euch der Klettersteig gefallen hat und ihr das Video gut findet, dann geht jetzt her, drückt auf Abonnieren und macht's rund, der Daumen hoch. Freue mich drauf, wenn ihr immer mit dabei seid, wenn es heißt Alpin-Michelin-Tour, ich in den Bergen. Und dann verpasst ihr da in Zukunft auch nichts mehr. Dankeschön. Ja, es ist soweit. Ich habe es geschafft. Ich schwebe wieder zurück ins Tal. Bin bei der Bahn angekommen. Ich war unterwegs. 3 Stunden, 10 Minuten. Reine Gehzeit natürlich. Habe noch schön Pause oben am Kreuz gemacht gehabt. Habe was gefestet, was gegessen, was getrunken. Und der Ausblick genossen gehört auch mal mit dazu. Das kann man sicherlich auch noch ein Stückchen langsamer machen, aber auch schneller. Das bleibt euch selber überlassen. Ja, mir hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video jetzt bis zum Schluss gefallen hat, dann ist jetzt noch die Möglichkeit. Ihr wisst ja, unter abonniere, Daumen hoch, macht mich glücklich. Und bis dahin würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Video. Freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr mit dabei seid, wenn es heißt Alpin-Michelin-Tour. Und bis dahin, ciao, bye, bye, euer Alpin-Michelin.